Okay, Mieze. Mach's gut. Aha. Aha. Oh. Er kommt hier gefährlich nahe. Komm, dreh dich. Guter Junge. Zeit, dich auszulutschen. Und tschüss. Sehr schön. Dem wäre ich schon mal los. Hey Kumpel, was machst du hier? Hast du die Dämonen nicht gesehen? Diese Teile. Diese Teile sind nicht meine. Wo bin ich? Arbeiten Sie hier? Zeigen Sie etwas Gnade. Ich wünschte, ich könnte helfen. Tut mir leid. Okay. Schmerztherapie. Keine Zwangsjacke. Okay. Aha. Sind nur noch die zwei, oder? Ich vermute schon. Okay. Komm zu mir. Guter kleiner Dämon. Komm her! Jawoll! Und tschüss! Und weg! Uhuhuhu! Komm schon! Komm zu mir! Böser kleiner Dämon! Ach, gib auf lieber! Eine Puppe? Nein, 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 nein. Okay, geschafft. Wo ist er? Da drüben wieder. Auf Patrouille. Okay. Dreh dich, mein Freund. Gut. Jetzt muss ich nur noch abwarten. Na los. Dreh dich, Mann. Also geht doch. Jetzt gehört deine Seele mir! Schloss mit Lustig! Super. Okay. Alles klar. Schauen wir uns jede Zelle an. Ganz genau. Aha. Achso, das ist die Katze. Sieht's wie aus? Da? Auch nicht. Ah, was ist das? Vollständige Fixierung. Vollständige Fixierung. Junge, hier sind ja ganz alte Foltermethoden. Junge, Junge. Was zum Teufel? Hä? Warnung vor Dämonen. Hier war jemand und hat die Dämonen gesehen. Also nicht nur Verrückte hier an diesem Ort. Wie soll ich denn da rüberkommen, Mann? Geh ich nochmal kurz hier gucken. Hier war ich drin, oder? Hm. Gut. Aufpassen, aufpassen. Flipp. Was ist denn das? Junge, Junge. Stühle. Hier wurde vorgeführt. Verschiedene medizinische Anwendungen. Julia Skidduck. Wie ein Bruder. Finde ich hier vielleicht noch eine Zwangsjacke? Keine
Keine Ahnung. Ich glaube, hier geht's weiter. Stimmt, ich konnte von beiden Seiten rein, ja. Okay. Keine Zwangsjacke. Dann weiter. Ah. Durch? Das soll wohl ein Witz sein. Ah, so komme ich durch. Geschafft. Hm? Wo ist sie denn? Wo ist Joy? Joy? Da. Oh, das nehme ich noch mit. Eine fehlt mir. Hey, Ronan! Hast du mich vergessen? Nein. Ich mach ja schon auf. Und die Kamera aus. Komm schon. Ich schau mich kurz noch hier drinnen um. Hab sie. Ich such besser Joy und schaff sie her. Okay. Sie ist also hier drin. Ein weiterer Zeitungsartikel. Da ist sie. Die letzte Zwangsjacke. Zeit, uns diese Geschichte anzuhören. Mann in der Kiste. Ich war lange Zeit Inspektor für die Abteilung Psychiatrische Gesundheit im Ministerium. In dieser Zeit habe ich viele Einrichtungen und viele fürchterliche Dinge gesehen. Aber nichts kommt an die grausigen Ereignisse heran, deren Zeuge ich im Fairhaven-Sanatorium wurde. Ich reiste das erste Mal 1926 dorthin, um Behauptungen zu Überfüllung und Vernachlässigung zu untersuchen. Jedoch war Fairhavens Ruf schon vorher angeschlagen. 1911 öffnete Fairhaven seine Tore zum ersten Mal. Ein berüchtigter, gewalttätiger Krimineller namens Jack Yates war der erste Patient. Er sollte das strahlende Beispiel der Kompetenz des Krankenhauses werden, die psychisch Gestörten zu heilen. Als jedoch die Familie des Leiters zu Besuch war, befreite Yates sich aus seiner Fixierung und tötete die Ehefrau des Mannes. Jahrelang wusste niemand, was mit dem Leiter oder Yates passiert war, bis zu meinem Besuch. Als ich in der Anstalt ankam, begrüßte mich Leiter Wallace Halstead an der Tür. Vielleicht lag es an dem Trauma von vor ein paar Jahren, aber er schien so leer und ungepflegt wie seine Patienten. Als ich meine Bewertung vornahm, konnte ich nicht umhin, als zu bemerken, wie nervös er wurde, als ich an einer kleinen Besenkammer vorbeikam. Natürlich hielt ich es für nötig, herauszufinden, warum. Entgegen Dr. Halsteads Protesten öffnete ich die Tür und wurde von dem Gestank menschlicher Exkremente überwältigt. Als das Licht über uns anging, war ich anhand dessen, was ich sah, entsetzt. Ein ausgedörrter Mann lag in Ketten und völlig verdreckt am Boden. Viele Jahre der Dunkelheit hatten seine Haut, Haare und Augen milchig weiß werden lassen, als wäre er ein Geist. Er war so lange angekettet gewesen, dass seine Haut über die Ketten wuchs. Es brauchte einen Moment, bis ich in dieser Hülle eines Mannes Jack Yates erkannte. Die Polizei kam an und Dr. Halstead wurde fortgeschafft. Die Ärzte bewegten Yates das erste Mal seit 15 Jahren.
Der Boden unter ihm war für immer mit einem Fleck in Form seiner Silhouette gekennzeichnet. Sie versuchten, die Fesseln unter seiner Haut zu entfernen, aber der Schock war zu viel für ihn. Er starb am nächsten Tag. Ich sah zu, wie sie sein kleines Gefängnis zumauerten, versuchten, so zu tun, als sei es nie geschehen. Der geisterhafte Mann mag ein richtiger Geist geworden sein, denn die Angestellten der Anstalt behaupten immer noch, sein gequältes Jammern durch die Wände zu hören. Ho, ho, ho. Junge, 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 Junge. Was für böse Geschichten das immer sind. Okay. Weiter geht's mit unserer Geschichte. Jetzt machen wir noch die Kamera aus. Nein. 206. Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Verdammt. Und wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde heraus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Dieses bedeutet Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch! Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Okay, Iris sieht mich. Iris kann mich sehen. Sie ist auch ein Medium. Vielleicht kann ich in ihrem Kopf wühlen und rausfinden, was sich mit dem Vertrag auf sich hat. Verdammt! Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Stelle fest, was Iris über die Glockenmörder weiß. Okay, analysieren wir mal erstmal die Bilder. Eine Frau sieht aus wie eine Hexe auf dem Scheiterhaufen wie damals. Feuer drumherum. Und in der Mitte ein Glockenspiel. Komisch. Glocke. Auf jeden Fall. Auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das betrifft ein Glockenmord, das Verbrennen eines Opfers auf dem Scheiterhaufen. Komisch. Analysieren wir mal das nächste Bild. Hier hat sie eine Figur mit gelben Augen gemalt. Hände, die nach einem greifen. Das müsste der Glockenmörder sein. Er hat ein Opfer in der Hand, scheint weiblich zu sein. Mehrere Hände greifen nach dem Opfer und dem Glockenmörder. Bedeutet, der Glockenmörder wird von jemand anderem gelenkt? Oder hat er einen Dämonen in sich? Aufgewühlt. Gestörte Zeichnung. Iris muss ihre inneren Dämonen mit dieser Zeichnung zum Ausdrücken bringen.
Was ist das? Ist das Iris? Mit ihrer Schwester, von der sie dauernd redet? War vielleicht... Die Schwester am Fluss? War das vielleicht die Schwester? Das Opfer am Fluss? Ich muss mit ihr reden. Wofür sind diese Dinger? Für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht... Nein! Blau! Blaue Augen! Kalt wie der Tod! Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen! Wolfsaugen! Blaue Starren! Blaue Augen. Jemand mit blauen Augen verstört Iris sehr. Die nächste Zeichnung ist noch verstörender. Eine Katze mit Dämonengesicht. Dämonen, die jemand jagen. Spritze. Was hat's? Ein Messer oder ein Schlagstock? Bist du das, Iris? Rennst du vor jemand weg? Was bedeutet diese Zeichnung? Sich zurückziehen. Gequält. Gequält auf jeden Fall. Und gejagt. Iris wurde gefangen genommen. Iris wurde von ihrem Angreifer gefasst. War der Angreifer der Glockenmörder? Das umgeschmissene Bett. Umgekippt. Iris scheint im Moment sehr aufgewühlt zu sein. Allerdings. Was haben wir denn da? Wachsmalstifte. Kunsttherapie. Warum sollten sie ihre Stifte geben? Ist das irgendwie Teil ihrer Therapie? Alle Bilder analysiert. Wo sind das in der Ecke? Das kann ich aber kaum erkennen. Was soll das sein? Irres Gekritzel. Irgendwas übersehe ich. Vielleicht kann mir Joy helfen. Na, warum geht diese Tür nicht auf? Hat sie vielleicht irgendwelche Kräfte, dass sie die Tür zuhält? Was habe ich übersehen? Dieses Bild hier. 2 Mädchen. Das auf jeden Fall. Verbunden. Gefesselte Zwillinge. Iris hat eine Zwillingsschwester. Und sie hat sie gerettet. Das ist das Opfer am Fluss gewesen. Aber was hat es mit dem Vertrag auf sich? Fragen über Fragen. Und noch immer keine Antworten. Mal schauen, ob Ronan was rausgekriegt hat. Mein Gott.
Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lasst uns in Ruhe! Iris, alles okay? Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben. Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr. Na los, sie kommt mit uns. Nein, ihr nehmt sie nicht mit. Hör zu. Willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit uns. Such's dir aus. Na also. Gut, wir müssen hier raus. Iris und ihre Schwester wurden vom Glockenmörder gefasst. Iris entkam, aber ihre Schwester verbrannte. Total falsch gelegen. Hatte nichts mit dem Mord am Fluss zu tun. Aber jetzt wissen wir ja mehr. Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Ich muss die Kameras ausschalten. Und die Pfleger ablenken. Okay. Auf geht's zum ersten Pfleger. Was denkt der denn gerade? Das hier ist ein Albtraum. Bisschen gruselig, hä? Gruseln wir noch ein bisschen rum, mein Freund. Poltern wir ein bisschen rum. Okay. Kommt schon. Kommt. Na los. Er ist abgelenkt. Beeilt euch. Okay. Da ist der Ausgang. Nichts wie raus hier. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wieder sehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Hexen. Hexen hat man früher verbrannt. Die Gala-Einladung. Ja, das müsste es sein. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komme später nach. Geh! Gut, komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun?